Maria Justina Minila Sampatratch, kurz Mini, ist eine der besten Konditorinnen Indiens. Mit Mini und ihren Kollegen Mukesh und Yogesh haben es zum ersten Mal Inder hierher geschafft, ins Finale der Patisserie-Weltmeisterschaft im französischen Lyon. Können Mini und ihre Kollegen sich gegen 21 Konkurrenten durchsetzen und der Jury beweisen, dass sie mit ihren Torten zur Crème de la Crème gehören? Just very little, just very little. Should not be seen. Für die WM planen wir alles zum Thema Dschungelbuch. Im Dschungelbuch gibt es den jungen Mowgli. Hier ist er. So einen machen wir im Wettbewerb. Er wird auf einem Stein sitzen. Der ist nur aus Schokolade? Ja, nur aus Schokolade. Die 28-jährige Mini und ihre Teamkollegen trainieren seit Monaten jedes Wochenende. Sonst unterrichten sie an der Academy of Pastry Art in einem Vorort von Neu-Delhi. Mini hat hier selbst vor 10 Jahren ihre Ausbildung zur Konditorin gemacht. Als ich in dieser Schule angefangen habe, habe ich den Dokumentarfilm Kings of Pastry gesehen. Der ist über den Patissier Jacques, den Mitbegründer der französischen Patisserie-Schule in Chicago. Im Film nimmt er an dem Wettbewerb Beste Handwerker Frankreichs teil. Der Film zeigt, wie er sich auf den Wettbewerb vorbereitet, neben seiner ganzen anderen Arbeit. Und in den letzten Jahren hatte ich den Film völlig vergessen. Aber gestern ist er mir wieder eingefallen. Der Film hat mich damals wirklich sehr beeinflusst. Und jetzt erlebe ich das selbst. Das berührt mich sehr. You want that root on all the four sides? Yes. All the three sides? Behind also? Team Indien hat es beim asiatischen Vorentscheid unter 12 Ländern in die Top 3 geschafft und sich zum ersten Mal überhaupt für das Finale der WM in Frankreich qualifiziert. Mini ist im Wettbewerb für alles aus Schokolade zuständig. Ich liebe Schokolade. Ich liebe es, Schokolade zu essen. Aber mit Schokolade zu arbeiten, das gibt einem ein ganz besonderes Glücksgefühl. Neben Figuren aus Schokolade, aus Eis und aus Zucker müssen die Patissiers der Jury auch Torten und Desserts präsentieren. Im Wettbewerb gelten strenge Deadlines. Jeder Arbeitsschritt muss dann sitzen. 99% reichen nicht. Man muss immer 100% geben. Wenn nur die Kirsche auf dem Kuchen falsch sitzt, sieht das nicht gut aus. Für ihre Rezepte verwenden Mini und ihr Team oft Früchte, die in Indien gut zu bekommen sind. Viele andere Zutaten müssen sie im Internet bestellen. Kuchen und Torten sind in Indien exotische Speisen. Backen hat hier keine Tradition. Und Spitzenhotels stellten lange nur Patissiers aus Europa ein. Ein französischer Patissier hat mir mal erzählt, dass er schon als kleines Kind seiner Familie beim Backen zusehen konnte. Mit 2, 3, 4 Jahren trug er schon Backbleche durch die Gegend. Backen war immer Teil seines Lebens. Für die meisten Inder ist das nicht so. Wir lernen das Backen als einen Beruf kennen. Bei der Weltmeisterschaft will Mini allen zeigen, dass auch Inder in der Top-Liga mitbacken. Lyon, Frankreich. Die Bäckerei von Christophe Martel. Die Backstube ist jetzt voller Inder. Eine Woche lang überlässt Konditormeister Martel dem Team Indien seinen Arbeitsplatz. Die Bäckersfamilie hilft vor dem Finale bei den letzten Vorbereitungen. Mach einfach deinen Job, dann klappt schon. Und keine Sorgen machen, okay? Wenn ihr euch Sorgen macht, dann geht es schief. Keine Sorgen machen und heute Nacht schlafen, okay? Kein Facebook. Ja, aufpassen morgen. Und heute Nacht kein Facebook, kein WhatsApp. Einfach schlafen, in Ordnung? Und du gehst heute nicht aus.
Zugegeben, ich war am Anfang etwas skeptisch, aber ich bereue überhaupt nicht, dass wir sie aufgenommen haben. Wir tauschen uns aus und das ist bereichernd für beide Seiten. Mini, Yogesh, Mukesh und ihre drei Assistenten testen in der Backstube alle Rezepte unter den veränderten Klimabedingungen. Und sie lernen das Land kennen, dessen Torten sie täglich backen. In Lyon treten alle zwei Jahre die 22 besten Teams der Welt bei der Patisserie-WM gegeneinander an. Der Höhepunkt, das Showbuffet aus Zucker und Schokolade. Indien ist erst am nächsten Tag dran. Mini und Mukesh werfen schon mal einen Blick auf die Konkurrenz. Wir beobachten die anderen Teams, wie sie sich organisieren, was sie wohin stellen, wie sie ihre Eisskulpturen anheben und wo sie ihr Werkzeug platzieren. Ich habe gerade so gemischte Gefühle. Ich bin aufgeregt, nervös, ich kann das gar nicht beschreiben. Und es ist ein Traum, diesen Anzug zu tragen. Hast du den gerade bekommen? Ja, das ist die offizielle Jacke für die WM. Nimm mal die Tasche, die muss mit. Nein, ich meine meine Tasche mit der Ananas. Wo ist der andere Wärmer? Los, komm, komm. Komm. Es wird ernst. Einräumen. Die Kandidaten haben exakt eine Stunde Zeit, ihre Küche auf der Bühne für den nächsten Tag einzurichten. Chef, ihr Arbeitsmaterial haben Mini und ihre Kollegen aus Indien mitgebracht. Während Team Indien noch diskutiert, ist bei den Schweden nebenan schon alles fix und fertig. Thank you. Okay. See you tomorrow. Okay. Bye bye. Bye. Jurymitglieder überwachen die Vorbereitungen. Wie viel Zeit haben wir noch, Chef? 5 Minuten? 5 Minuten oder finish? Okay. Machen Sie jetzt Druck? Ja, die Vorbereitungszeit ist vorbei. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Bedingungen für alle Teams dieselben sind. Wir bitten Sie jetzt zu gehen. Der nächste Morgen kurz vor 7. Der Wettbewerb läuft seit gut einer halben Stunde. Nur noch Mini, Mukesh und Yogesh dürfen jetzt in der Küche stehen. Assistentin Gurpreet beobachtet die Stimmung im Team von der noch leeren Tribüne. Sobald es losgeht, sind die drei in ihrem Rhythmus, wie beim Training. Vorher waren sie angespannt, aber jetzt, seit es läuft, haben sie ein gutes Tempo vorgelegt. Für die Jury zählt nicht nur, ob eine Torte schmeckt, sondern auch, wie organisiert ein Team arbeitet und wie gut die Patissiers die Arbeitstechniken beherrschen. Dem strengen Blick der Juroren entgeht nichts. Macht es dich nervös, vor der Jury zu arbeiten? Nein, ich ignoriere sie einfach. Genau wie den Lärm, den Yogesh beim Sägen seiner Eisskulptur macht. Auch die geht in die Gesamtwertung ein. Wie schätzen die Preisrichter Indiens Siegchancen ein? Sie geben wirklich alles. Hoffen wir mal, dass sich das auszahlt. Aber beim ersten Mal ist es wirklich immer schwierig, das muss man schon sagen. Das hier ist wirklich der Wettkampf der Weltspitze. Jetzt das Wichtigste, die Verkostung. Gerade ist Indiens Eistorte dran. Ein kurzer kritischer Blick auf die prachtvolle Kreation, aber dann zählt nur noch der Geschmack. Der Name des Desserts von Team Indien ist der Wunschbaum. Köstliches Eis von Vanilleschoten auf einem knusprigen Boden zwischen Schichten von Erdbeerkuli. Die Jurymitglieder sind alle selbst vom Fach.
Jeder der 24 verkostet und bewertet hier pro Tag 44 Desserts und Torten. Die Einzelnoten bleiben bis zur Preisverleihung geheim. Zurück in der indischen Küche, Endspurt. Es geht an die Königsdisziplin, das Showbuffet. In einer Stunde müssen alle Figuren fertig sein. Die meisten sind aus Schokolade, also Minis Job. Beim Aufstellen ist Fingerspitzengefühl gefragt. Minis Mowgli ist von innen hohl. Eine unvorsichtige Bewegung und er könnte beim Aufsetzen zerbrechen. Gut gegangen. Mowgli sitzt, das Buffet steht. Auch bei den Nachbarn sieht alles zum Anbeißen aus. Dann ist es soweit. Alle warten gespannt auf das Juryurteil. Wer ist der neue Weltmeister? Gastgeber Frankreich holt den Titel, schon zum 8. Mal. Indien geht leer aus, für Mini aber keine Niederlage. Wie geht's für dich jetzt weiter? Alle Türen stehen jetzt offen. Das hier ist ein großer Moment in meinem Leben. Alles fängt doch jetzt erst an. Denn auch wenn es für einen Platz auf dem Siegertreppchen nicht gereicht hat, für Mini ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Sie gehört jetzt offiziell zu den besten Patissiers der Welt, zu den Kings of Pastry.